Hier, bitteschön, Laura. Rosenkohl mag ich nicht und Mais mag ich nur, wenn er nicht mehr am Kolben ist. Schön, dann reich ihn mal rüber. Und den Mais auf einen Extrateller. Ich mag's nicht, wenn das Gemüse mit dem Fleisch in Berührung kommt. Ja, und steck Laura in ein Extrazimmer. Ich mag's nicht, wenn ich sie ansehen muss. Autsch, Henry hat mich getreten. Nein, das war ich nicht. Das ist ja so peinlich für uns. Ach, sei nicht so gemein, Henry. Wenn ich König bin, zeige ich der launischen Laura, wer der König ist. Henry, hör auf mit dem Essen zu spielen. Henry? Für einen Monat ist dein Taschengeld gestrichen, Henry. Wir können auch zwei daraus machen, wenn du dich jetzt nicht benimmst. Gute Nacht, Täschen. Gute Nacht, Häschen. Igitt! Laura! Tu die weg! Laura war das, Peter. Warum sagst du es nicht, Mama? Dann kriegt sie mal zur Abwechslung Ärger. Einen Gast verpetzen? Das könnte ich nie. Das ist ganz unhöflich. Unhöflich? Du bist mir zu feige, du Zwerg. Sie schnüffelt in meinem Zimmer in all meinen Sachen rum. Das ist es. Genau. Ja. Laura ist unser Gast. Wenn sie rumschnüffeln will, dann ist es meine Pflicht, es leichter für sie zu machen. Und morgen heißt es, Henry ist wieder da. Himmels Willen, Laura, es ist erst 6 Uhr morgens. Ich stehe immer um 6 Uhr morgens auf. Und ich übe immer vor dem Frühstück. Na schön, dann gehen wir jetzt runter und machen dir auf der Stelle Frühstück. Alles klar, Operation Ciao Ciao, Laura, ist angelaufen. Boah, Mädchenzeug, in meinem Zimmer. Klarzustellen. Was kriegen, finde ich gut. Was geben, finde ich blöd. Doch bei manchen Sachen bin ich bereit, eine Ausnahme zu machen. Du gibst doch nicht die Pupsi-Stupsi-Trinki-Winki-Krabbel-Brabbel-Puppe her, die dir Tante Grete zu Weihnachten geschenkt hat. Mama! Tante Grete denkt, ich sei ein Mädchen. Und das hier ist für meine allerliebste Nichte, Henriette. Ich heiße Henry, Tante Grete, und ich bin ein Junge. Zunge? Nein, das ist nichts zu essen, Henriette. Eine Puppe! Was soll ich denn mit einer Puppe anfangen? Die oder gar nichts? Vielen Dank, Henry. Also, keiner von euch darf in nächster Zeit ins Wohnzimmer kommen. Ich muss die Schatzkarte für das Piratengewinnspiel malen. Du malst die Schatzkarte? Hier? Tja, irgendjemand muss das ja machen. Sie malt die Schatzkarte hier, bei uns zu Hause. Das ist es. Genau. Die Wasserkanone gehört schon mir. Nummer 42. Ja! Mission erfüllt!
mal, ihr müsst gut aufeinander aufpassen. Euer Vater und ich helfen an den Spielbuden. Toll! Was wollen wir als erstes machen? Verschwinde, Zwerg! Ich muss mir ein Los kaufen, bevor jemand anders meine Nummer kriegt. Dann passe ich eben selbst auf mich auf. Weißt du, wo das Piratengewinnspiel ist? Ich glaube, in dem Zelt da drüben. Willst du probieren? Ja, danke. Hey, komm zurück. Martin, halt ihn auf. So, wer möchte als nächstes spielen? Ah, oh, Henry, wie schön, du meldest dich freiwillig. Nein, ich kann nicht. Ich muss doch zu... Ach, sei nicht so schüchtern, versuch's einfach mal. It's so easy being me, I'm Hard Henry. Ach, ich bin so stolz auf meinen kleinen Wettkämpfer. Ich bin sicher, du gewinnst wieder den Pokal im Eierlaufen. Oh, der arme Henry. Na ja, du wirst es schon überleben. Ich glaube, ich kann heute nicht in die Schule, Mama. Ich habe nämlich ganz schlimmes Bauchweh. Ich glaube, ich muss sogar ins Krankenhaus. Oh je, ich hoffe, sie müssen dich nicht operieren. Operieren? Wir wissen beide, dass du kein Bauchweh hast. Du tust mal wieder nur so, um dich vor dem Sporttag zu drücken. Nur keine Angst, Henry. Es macht nichts, wenn du bei allen wieder der Letzte wirst. Und wehe, du wirst wieder heimgeschickt, so wie im vorigen Jahr. Frau Lieblich hat gesagt, aufs Gewinnen kommt es gar nicht an, sondern dass man mitmacht. Sei nicht so gemein, Henry. So, Peter, deine Eier für den Eierlauf sind fertig. Komm, wir müssen noch deine Haare kämmen, damit du nett aussiehst, wenn du deinen Pokal bekommst. Genial! Süßigkeiten sind ungesund, Henry. Ich habe für den 400-Meter-Lauf trainiert und mein Papst hat mir für einen Monat Süßes verboten. Ein Monat ohne Süßigkeiten? Das hält doch niemand durch. Wenn man willensstark ist, schon. Was du nicht sagst. Die sauren Fruchtgummibällchen sind sowas von lecker. Oh, saure Fruchtgummibällchen. Die mag ich am liebsten. Magst du ganz sicher keins? Oh. Oh. Stellt euch jetzt bitte zum Dreibeinwettlauf auf. Der Dreibeinwettlauf fängt in einer Minute an. Wo ist dein Partner, Henry? Ich. Laura, du wirst Henrys Partnerin sein. Was? Beeilt euch, der Wettlauf fängt. It's so easy being me. I'm Ich muss einen Zahn verlieren. Na, kommt schon. Wackelt. Ihr sollt wackeln. Die blöden Zähne bewegen sich nicht. Als wären sie mit Superkleber festgeklebt. Jeder weiß, wenn man ganz viele Süßigkeiten isst, gehen die Zähne kaputt. Noch ewig dauern. Aber du magst doch kein Karamell, Henry. Nein, weil mir das Zeug immer in den Zähnen hängen bleibt. Aber vielleicht bleibt dir ein Zahn am Karamell hängen. Ach so, ganz schön schlau.
Und, funktioniert es? Ich kann den Mund nicht mehr aufmachen. Hilft mir! Was? Oh, hilf mir. Klar. Okay. 1, 2, 3. Ach. Sie sind alle noch drin. Henry? Aha. Martin, ich geb's zu, das ist mein Karamell. Ich hab's dir an den Kopf geworfen und verdiene jetzt deine Ohrfeige. Hab ich recht? Keine Ahnung. Überleg doch mal. Dich mit Süßigkeiten zu bewerfen heißt, dass man keinen Respekt hat, meinst du nicht? Keine Ahnung. Verlass dich drauf, das ist so. Und wenn du mir jetzt deine reinhauen würdest, richtig fest und mir einen Zahn rausschlagen, wäre mir das egal. Ich schwöre. Keine Ahnung. Hat das funktioniert? Nein. Aber super Ballabwehr. Ein Zahn. Mehr will ich doch gar nicht. It's so easy being me. I'm Henry. Na ja, wenn du versprichst, alles aufzuessen. Yippie! Dann darf ich ab jetzt ins Pausenzimmer. Gehörst du auch zu uns, Henry? Vielen Dank, Henry. Hiermit hast du uns den Beweis geliefert, dass es im Pausenzimmer drunter und drüber geht. Martha aus der Schulkantine kennt ihr ja. Sie ist jetzt zuständig für das Pausenzimmer und sorgt hier für Ordnung. Und sie überprüft eure Pausenboxen und stellt sicher, dass ihr alles aufesst. Was? Also, ihr setzt euch jetzt alle hin, macht eure Pausenboxen auf und esst. Ich lass mir doch von der miesen Martha nicht den ganzen Spaß verderben. Hey, das gehört mir. Jetzt nicht mehr. Das ist beschlagnahmt. Sie ist mein Muffin. Ja, ganz genau. Süßes ist verboten. Oh, das ist echt gemein. Sie darf doch nicht so einfach unsere Sachen essen. Was sollen wir denn machen? Morgen ist ein neuer Tag. Gib mir deine Süßigkeiten. Yeah. Oh, ist doch nur Plastik. Jetzt hab ich dich. Wenigstens ein Ort, an dem ich vor der miesen Martha sicher bin. Hä? So was? Leckereien? Hat keiner von euch Leckereien dabei? Henry, bitte hilf deiner Mutter. Hilfe! Henry, passt auf! Oh!
kommen Sie? Die Tür war offen, also dachten wir, wir kommen einfach rein. Was für eine Bruchbude. Psst, ich hab dir gesagt, man ist nicht unhöflich zu armen Leuten. Gut, leg Ihre Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Und die sind für dich, mein Schatz. Ich bekomme eine galaktische Schleimpistole. Wirklich? So eine kriege ich auch. Und ein Bum-Bum-Zerstörer. Ich auch. Und das ist nur von Mutter. Den Rest bringt der Weihnachtsmann. Wenn er neben all meinen Geschenken noch Platz hat. Jungs, wieso geht ihr nicht raus und seht, wer den größten Schneemann bauen kann? Hä? Was? Siehst du, meiner ist jetzt schon größer als deiner. So, du willst also Spielchen spielen. Fertig! Das ist doch kein Schneemann. Ja, Schneemänner haben keine Flügel. So, jetzt sieht es schon mehr wie ein Schneemann aus. Hey, das ist mein Bruder. Oh, danke, Henry. Also darf ich ihn kaputt machen. Oh. Meiner ist der Größte. Meiner ist der Größte. Meiner ist der Größte. Ich steck fest. Ich stecke noch viel fester als du. Nein, ich stecke fester. Mutter! So. Ach, Peter, der ist ja sehr schön. Den habe ich ganz allein gestrickt. Den habe ich extra für mich angefertigt. Das war ein super Tag. Pitch Patch musste die Schwimmstunde ausfallen lassen, weil niemand seine Badesachen dabei hatte. Bert, du bist zum Totlachen. Ach ja? Aber das wird dir gleich vergehen. Die Schule hat angerufen. Wir müssen unsere Schwimmstunde nämlich morgen nachholen. Echt? Morgen? Und unser Schwimmabzeichen machen. Komma 3, 5,5. 10 nach 8, Henry. Du musst in die Schule. Und ihr habt Schwimmunterricht. Oh. Erzähl es keinem, Andy. Aus dem Aquarium ist ein Hai ausgebrochen. Ein Hai? Ja, ein superintelligenter, mutierter Hai. Und er ist auf dem Weg hierher, also sei vorsichtig. Oh, Henry hat gesagt, in unserem Schwimmbad könnte ein Hai rumschwimmen. Haie sind Salzwassertiere. Die mögen kein Chlorwasser. Ich mag auch kein Chlorwasser und schwimme trotzdem drin rum. Hm, stimmt auch wieder. Uah! Das ist ja noch viel mieser als der Werwolf. Ich wärme mich ja erst auf. Heute schwimme ich bestimmt 1000 Meter. Also dann ab ins Becken mit euch. Henry, sag bloß, du hast... Es tut mir leid, ich kann heute leider nicht schwimmen, weil ich... Ich hab genug von deinen Ausreden, denn das langweilt. Es ist mir schnurzegal, ob du Lepra oder die schwarze Beulenpest hast. Du schwimmst heute. Zieh dich um. Sofort. Das würde ich ja gern, aber leider habe ich meine Badehose vergessen. Ersatzbadehosen, nimm dir eine. Sowas zieh ich doch nicht an. Ich weigere mich. Die passt dir bestimmt. Jetzt muss ich ganze 5 Meter schwimmen, ohne zu ertrinken. Henry? Henry! Er ist ein Angsthase, Herr Pitch. Er hat Angst vor Wasser. Gar nicht wahr. Ich hab keine Angst. Ha!
Ich... Ich liebe Wasser. Ich beweise es euch. Henry, schwimm! Oder willst du etwa der Einzige in der Klasse sein, der kein Seepferdabzeichen? Glaub mir, das wird dir noch leid tun. Wir auf Henry hören sollen. Wer konnte ahnen, dass unser lieber Henry menschenfressenden Hühnern zum Opfer fällt? Ich esse nie wieder ein Omelett. Henry? Rein! Nein! Ich wohne in der Stadt. Ich fahre nicht mit. Komm sofort her! Jetzt schnall dich an und benimm dich endlich. Mal, eine Waldtaube. Gehen wir, Henry. Du kannst mich nicht dazu zwingen. Na schön, aber bei jedem Schritt, den du nicht mitgehst, ziehe ich dir 5 Cent von deinem Taschengeld ab. 5 Cent weniger, 10 Cent weniger, 15 Cent weniger, 20 Cent weniger. Und dafür muss ich den Rapper Zapper Marathon verpassen? Die sieht man nur ganz, ganz selten. Oh, du hast ihn verpasst. Und wenn schon, schwer zu überleben. Mama, Henry hat mir mein Fernglas weggenommen. Henry, gib's ihm zurück. Oh, ich kann gar nichts sehen. Riecht mal die frische Luft. Ich riech nur etwas, das stinkt. Hättest du nicht warten können, Peter? Mama, sag Henry, dass ich nicht stinke. Hör sofort auf damit, Henry. Weißt du was, Henry? Such mit Peter doch etwas für seinen Biologieunterricht. Genau. Aber das ist doch ein Wespennest. Die stechen doch, oder? Nicht, wenn man ihnen was vorsingt. Sowas hat keiner. Dann kriegst du bestimmt eine ganz tolle Note. Oh. Frère Jacques, dormez-vous. Sing, Peter, Sonne les matine, sonne les matine. Peter, komm von dem Wespennest weg. Schon gut, Papa. Ich sing ihnen was vor. Henry hat gesagt, dann stechen sie nicht. Sonne les matine. Peter, nicht. Natürlich stechen sie. Komm jetzt da runter.